Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, Dienstag bei Fellner live und wir starten mit der Ministerin des Tages, unserer Verteidigungsministerin. Willkommen, Claudia Tanner, bei Fellner live. Sie sind ja heute dem Parlament schon Rede und Antwort gestanden und Sie gelten ja ganz zu meiner Überraschung, weil ich habe mit Ihnen ja nur allerbeste Erfahrungen, als die derzeit zu am schwierigsten interviewende Ministerin. Ja? Ist es so? Da ist ja kürzlich eine ZIP-Moderatorin angeblich an Ihnen gescheitert, habe ich gelesen, oder sagt man sich. Also schauen wir mal, wie es mit uns zwei heute läuft. Ich liebe ja die Interviews mit Ihnen anyway, weil ich ja weiß, immer wenn Sie unter Feuer sind, werden Sie am besten. Ja? Und derzeit sind Sie ja schwer unter Feuer, richtig? Ja, das mag schon sein, aber das bin ich ja gewohnt. Das ist in Wahrheit ja nichts Neues. Ja, und da blühen Sie ja so richtig auf, könnte man sagen. Dann gibt es Tanner at its best. Frau Minister, erklären Sie mir mal das ganze Tohuwabohu da jetzt um das Bundesheer oder das, was Journalisten jetzt als Tohuwabohu bezeichnen. Was ist denn da genau passiert? Da hat es ein Hintergrundgespräch gegeben von, ich glaube, ein paar Herrschaften des Ministeriums, wo einige Journalisten herausgelesen haben, das Bundesheer wird deutlich reduziert und runtergefahren. Abmontiert, haben einige geschrieben. Was sagen Sie da dazu? Verteidigungsministerin bin ich. Daher gebe ich auch die Linie vor und die orientiert sich nach dem Regierungsprogramm. Und das, was wir jetzt machen, ist Schritt für Schritt dieses Regierungsprogramm abzuarbeiten. Nicht zu irgendeinem Selbstzweck, sondern eigentlich für unser Bundesheer, das ja gerade jetzt in der Krise, in der Pandemie gefordert war, wie noch nie. Und wo es auch wunderbar funktioniert hat. Wir ziehen ja unseren Hut, wir wissen, wo Sie überall geholfen haben. Von den Lebensmittelsupermärkten an diesem Krisentag damals, als nicht klar war, ob die überhaupt funktionieren können, bis dann zum extremen Paketchaos bei der Österreichischen Post. Überall war das Bundesheer wirklich gut bei der Sache, muss man sagen. Ja. Also danke so dafür auch noch. Ja. Ja. Danke so. Insbesondere an die Soldatinnen und Soldaten. Gut. In dem aber noch einmal, erklären Sie mir das Tohuwabohu. Wer hat dieses Hintergrundgespräch gegeben und ist dort wirklich von einem Sparen beim Bundesheer die Rede gewesen? Oder was war dort wirklich? Weil Sie waren ja bei dem Hintergrundgespräch nicht dabei, wenn ich richtig informiert bin. So ist es. Hintergrundgespräche werden zu den verschiedensten Zwecken geführt, um das eine oder andere zu informieren, was vielleicht in der allgemeinen Bevölkerung auch nicht so leicht verständlich ist, mit wirklich auch gut informierten Journalisten zu sprechen. Ich glaube, das, was das Wichtigste ist, ist, dass wir dank auch des Parlaments das höchste Verteidigungsbudget bekommen haben, das wir jemals hatten. Wir haben jetzt für das Weil der Eindruck bei dem Hintergrundgespräch war ja, das Ding wird zusammengespart. Ihr Pressesprecher, der Herr Offizier Gruber, glaube ich, hat gesagt, da wurde nicht wirklich scharf kommuniziert. Ist eine, nicht ist nur eine nicht gute scharf Formulierung, geschossen, ja. Sondern auch nicht scharf kommuniziert. Über Gespräche irgendwie zu urteilen, bei denen man selber nicht dabei war, ist glaube ich, nicht der richtige Weg. Fakt ist, wir haben das höchste Verteidigungsbudget mit den 2,5 Milliarden Euro. Das Gerücht, das dort entstanden ist, dass um 300 Millionen das Bundesheer runtergespart wird, ist falsch. Also das ist sehr spannend, wenn so etwas kommuniziert werden sollte. Fakt ist, wir haben im Vergleich zum Jahr 2019 9,9% mehr als im 2019 an Budget zur Verfügung. Was man aber auch dazu sagen muss, ich bin schon Realistin auch, dass man einen Investitionsstau, der sich über Jahre und Jahrzehnte aufgestaut hat unter meinen zahlreichen Vorgängern, nicht mit einem Jahresbudget aus der Welt schaffen kann, das ist auch keine Frage und das ist zweifelsohne richtig so. Daher müssen wir auch die Prioritäten richtig setzen. Und da muss man schon sagen, man muss Dinge tun, die für die Sicherheit auch der Österreicherinnen und Österreicher entscheidend sind. Und da geht es schon darum, was sind auch die zusätzlichen Gefahren, nach denen wir uns ausrichten müssen. Genau, auf das kommen wir gleich. Mhm. Aber zunächst einmal legen Sie Wert auf die Feststellung, dass Sie mehr Geld für das Bundesheer heuer haben,
als das im letzten Jahr der Fall war. Wie viel mehr? Das sind Fakten, 258 Millionen Euro mehr, ein Gesamtvolumen von 2,545 Milliarden Euro, eine Steigerung von 9,9% und das noch ohne Sonderinvestpakete, auf die wir natürlich auch immer schauen, dann insbesondere ein Blick aufs nächste Jahr dann. Die Sonderinvestpakete sind teilweise Hubschrauber und diese Dinge, nicht? Das zum Beispiel und insbesondere auch eine zusätzliche Ausstattung für die Miliz. Die Miliz musste sich ja erstmalig in der Geschichte der Zweiten Republik bewähren und Herr Fellner, Sie haben es ja gesagt, die haben das auch großartig gemacht. Fantastisch, ja. Und da gibt es natürlich schon auch sehr vieles, gerade bei der Ausrüstung auch aufzuholen. Wir haben im heurigen Jahr auch in diesem Budget allein für den Milizpakt 17,6 Millionen Euro vorgesehen. Das sind insbesondere, was die Mobilität anbelangt, diese MAN-LKWs. 200 sind es, die jetzt eben schon im Zulauf sind, aber wir haben auch an der Mannesausrüstung schon noch sehr viel. Die sie brauchen, damit die wieder fahren können, weil man sagt ja, da stehen einige Fahrzeuge beim Bundesheer rum, die stehen nur noch, weil sie nicht mehr fahren können. Das ist auch etwas, was wir genau jetzt auch wieder auf eine richtige Spur zu bringen haben. Ja? Vielleicht ist es das eine oder andere Mal besser. Man hat tatsächlich eben so wie jetzt diese neuen Lost Wegen und auch dementsprechend kombiniert mit dem, was wir an Mitteln dann auch zum Betreiben dieser brauchen, ja, Hausverstand vielleicht das eine oder andere Mal auch ein bisschen mehr. Also die gute Nachricht ist, das Bundesheer kriegt 250 Millionen mehr. Die haben Sie ja bei dem Budget Verhandlungen erkämpft, so wie ich sie kenne. Hätte mich ja gewundert, wann sie dort ohne mehr Geld hinausgehen beim Finanzminister. Aber wo werden jetzt diese 300 Millionen eingespart, die in dem Hintergrundgespräch sozusagen andiskutiert wurden? Das werden ja keine Traummännlein sein, Ihre Offiziere, die bei dem Hintergrundgespräch waren. Nein, wir haben also wirklich sehr gute Leute, egal ob es diesen DB-Gesprächen vor oder hinter der Kamera oder in derartigen Gesprächen. Ja, wenn die sagen, es werden 300 Millionen eingespart, wo werden die eingespart, Frau Minister? Also das, was ja ein Faktum ist, dass wir vor einer ganz großen Pensionierungswelle stehen. Es werden in den nächsten Jahren Tausende in ihren verdienten Ruhestand gehen und da wird es schon auch darum gehen, das ist etwas, wo man eben Geld einsparen kann. Das heißt, es wird niemand den Arbeitsplatz verlieren, sondern wir werden uns für die Zukunft überlegen, wo müssen wir beim Personal, wo brauchen wir mehr Experten? Und da muss ich auf den Bereich im Cyber. Komme ich gleich dazu. Ich weiß, dass es ganz, ganz wichtig ist, aber will ich es nur vorher noch aussprechen. Da kam ja bei dem Hintergrundgespräch auch der berühmte Satz, dass 3000 Personen eingespart werden. Und das ist ja, wenn ich das richtig verstehe, durchaus kongruent, was Sie schon rund um die Regierungsverhandlungen gesagt haben. Sie haben ja gesagt, wir werden beim Verwaltungspersonal einsparen und wir wollen bei der Truppe gleichzeitig Gas geben, aber vor allem dann bei Cyber Gas geben, bei Katastropheneinsatz Gas geben. Beim Verwaltungspersonal werden tatsächlich 3000 Personen durch Ruhestände und Pensionen eingespart. Ist das richtig? Das ist die richtige Formulierung, Herr Fellner. Mhm. Eben niemand, alle behalten ihren Arbeitsplatz, aber für die Zukunft. Wir müssen uns mit der Zukunft eben auch beschäftigen und in manchen Bereichen eben personell durchaus verstärken. Das haben wir eben gerade in der Vergangenheit gesehen, nicht nur im Zusammenhang mit der Pandemie, sondern das Beispiel eben dieses erstmaligen Cyberangriffes auf das Außenministerium, wo unsere Experten ja schon und im Ihr Einsatz Ziel waren. Ist es ja, das haben Sie ja schon bei der Regierungsbildung, bei den ersten Interviews mit mir gesagt, etwas weniger Bürokratie zu haben im Bundesheer, deshalb diese 3000 Einsparungen und etwas mehr Einsatzfähigkeit, nicht? Darum geht es letztendlich. Ja, ganz genau darum geht es, Herr Fellner. Mir war es ganz wichtig, dass ich sehr viel in den letzten Monaten bei der Truppe draußen unterwegs bin. Und da hört man das ja immer. Wir müssen in den Abläufen schneller werden. Es kann nicht sein, dass wir für manche Beschaffungsvorgänge, für Dinge, die unsere Soldaten draußen brauchen, mehrere Jahre, wo wir uns im Ressort dann beschäftigen, von der einen Abteilung zur anderen beschäftigen. Da geht es darum, zu investieren, gerade bei der Truppe, die Abläufe, wie Sie richtig sagen, auch schneller. Also die Verwaltung des Bundesheeres wird um 3000 Pensionierungen, die es sowieso gibt, verschlankt, könnte man sagen.
Und so steht es auch im Regierungsprogramm, schlankere Strukturen, aber keinesfalls durch irgendeinen Abbau eben von Personal. Weil noch einmal, wir reden davon, die Dinge richtig zu priorisieren, die Landesverteidigung weiter zu sehen, nämlich auch in den neuen Gefahren, die ja da sind. Die Welt ist halt einmal eine andere. Und wie ist jetzt Ihre Priorisierung? Das ist einerseits natürlich ein Bundesheer, das uns schützt bei Katastrophen, aber auch bei Pandemien. Wer hätte an das gedacht noch vor 2 oder 3 Jahren, wie dringend wir sie da benötigen und wie sie da helfen können. Also einerseits ein Bundesheer für Katastrophen- und Pandemieeinsätze, andererseits ein Bundesheer, das auch sehr, sehr aktiv ist im Kampf gegen Cyberangriffe. Das sind die 2 Schwerpunkte, richtig? Das auf jeden Fall. Und der erste sollte ja eh selbstverständlich sein. Das ist alles mit dem, was man klassisch als militärische Landesverteidigung auch versteht. Das heißt auch durchaus im Migrationseinsatz. Wir waren ja jetzt nicht nur im Zusammenhang mit der Pandemie im Einsatz. Immer dann, wenn wir angefordert worden sind von den Sicherheitsbehörden oder den Gesundheitsbehörden, sondern eben insbesondere auch der Migrationsdruck wird wieder mehr werden. Auch in dem Zusammenhang müssen wir aufgestellt sein. Das ist der erste Punkt. Und dann eben richtig genau Vorbereitung auf die neuen Gefahren. Ein Bundesheer, das immer da ist, auch in schwierigen Situationen, in Katastrophen, wenn niemand anderer mehr kann, wenn man jetzt gerade denkt, das Hochwasser, das wir jetzt auch hatten, Beispiel Niederösterreich im Melk, genial, was die Freiwilligen Feuerwehren quer durchs Land auch ehrenamtlich erledigen. Aber es gibt eben so etwas, wie es da der Fall war. Das ist eine Vermurrung. Da ist es dann notwendig, dass das Boot der Pioniere ausrückt und dort eben mithilft. Und diese Prioritätenreihung, die müssen wir jetzt richtig vornehmen. Also eine Priorität wird sein, der Einsatz gegen Katastrophen und in Pandemiefällen oder ähnlichen Fällen. Jawohl. Zweite Priorität, Kampf gegen Cyberangriffe. Sie haben es schon erwähnt. Wir haben das erlebt im Außenministerium. Da waren sie ja nicht ganz so erfolgreich wie in der Pandemie, weil da hat es relativ lang gedauert, bis man diesen offenbar sehr, sehr offensiv agierenden Cyberhackern Herr werden konnte. Ne? Da waren wir eben in Assistenz, in erstmaliger sicherheitspolizeilicher Assistenz im Zusammenhang mit einem Cyberangriff dabei. Das sind eben neue Gefahren, wo wir uns schon besonders rüsten müssen dafür. Ich würde auch an dieser Stelle sagen, dass es sehr schnell gegangen ist. Aber es ist ein schwieriger Bereich, wo wir das Augenmerk eben hinlenken müssen, wo wir auch immer noch den Einschätzungen der Experten Blackout-Szenarien auch im Kopf haben müssen und auch dort dafür die Vorbereitungsarbeiten jetzt leisten müssen. Da müssen wir wohl auch noch sehr viel lernen, nicht? Weil das war genau Neuland, das Sie da betreten haben beim Außenministerium, ja. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach wie Backelschupfen. Wenn man sich aber mit den Kollegen aus dem Innenministerium und aus dem Außenministerium unterhält darüber, dann sieht man, dass genau dieser Einsatz besonders erfolgreicher war, weil er eben über mehrere Ministerien hinweg, die einander sehr, sehr gut kennen, aus den verschiedensten Einsätzen in dem Bereich wirklich auch gut funktioniert hat. Aber wir müssen in sehr vielen Bereichen lernen, und wenn man sagt, also das Bundesheer tut nur Backelschupfen oder hilft nur in Lagern, wie man es eine Mal oder andere Mal gehört hat, bei Lebensmittelhändlern. Diese Unterstützungsleistungen waren unglaublich notwendig, um eben zu verhindern, zunächst beim Lebensmittelhandel, dass dann irgendeine... Ohne die hätte man uns angeschaut, wie es so schön heißt. Ja, da tritt eine Beunruhigung in der Bevölkerung ein, und das Bundesheer ist ja da für Sicherheit. Und Frau Minister, wie geht es jetzt mit dem eigentlichen traditionellen Bundesheer weiter? Weil das ist ja die Aufregung, da sind Sie heute ja auch im Parlament gegrillt worden. FPÖ ganz außer sich vor Aufregung, sie würden das Bundesheer abschaffen bzw. bankrott anmelden. Was ist jetzt mit den eigentlichen Aufgaben? Sind wir noch verteidigungsbereit, wenn man das so sagen darf, oder haben wir schon absalutiert? Also vielleicht würde das eine oder andere mal ein bisschen weniger an Aufgeregtheit auch gut tun. Dass die erste Aufgabe die militärische Landesverteidigung ist, steht ja nicht nur in der Verfassung, auch in der Sicherheitsdoktrin. Das ist ja überhaupt keine Frage. Aber die andere ist eben, dass es auch neue Gefahren gibt, um die wir uns zusätzlich kümmern müssen. Und das ist unsere Aufgabe, uns dafür eben jetzt vorzubereiten. Aber was passiert mit dem klassischen Bundesheer? Der Herr Bundespräsident hat sich ja sogar
zum Rapport. Einige sagen zur Kopfwäsche, was bei Ihnen ja völlig unnötig ist, bei Ihrem Styling, in die Hofburg geholt. Was hat er Ihnen denn da gesagt? Also Gespräche sollten immer vertraulich bleiben, ja. Jedes, das ich mit dem Bundespräsidenten hatte. Ich denke, was wichtig ist, dass wir jetzt alle auf diesem Weg auch mitnehmen, den wir gemeinsam gehen müssen. Und wir haben jetzt schon sehr vieles besprochen davon, was mir auch noch wichtig ist, wenn man davon spricht, wie soll sich das klassische Bundesheer weiterentwickeln. Wir werden einen ganz starken Fokus auf die Miliz legen. Mhm. Das soll ein Teilbereich, ein ganz wichtiger Bereich generell des Bundesheeres werden. Wir haben gesehen, wie notwendig das war, die auch aufzubieten. In Zukunft müssen wir dafür sorgen, weil allein, damit wir diese Mannstärke kriegen. Wird es dieselbe Mannstärke geben? Bleibt die Mannstärke so erhalten in den nächsten Jahren oder wird die reduziert? Was wir gesehen haben, und da haben wir schon die ersten Schritte gesetzt, ist, dass wir im Bereich der Tauglichkeit ansetzen müssen, um zu dieser Mannstärke überhaupt zu kommen. Die Basis, egal ob wir von der Miliz oder vom Kaderpersonal reden, die Basis bilden die Grundwehrdiener und da haben wir den ersten Schritt ja schon gesetzt. Ab dem nächsten Jahr wird er nur mehr noch zwei Tauglichkeitsstufen, teiltauglich, volltauglich. Untauglichen radikal reduziert, muss man sagen, nicht das mit dieser ist, Maßnahme. Das ist durchaus das Ziel, eben mehr Grundwehrdiener dann zu bekommen. Die Schätzungen sind jetzt so zwischen 2.000 und 3.000, die pro Jahr dann zusätzlich dazukommen würden. Die brauchen wir und in dem neuen Konzept, das wird Schritt für Schritt Einer, der schlecht sieht, kann noch immer ein guter Koch sein. Ganz genau, so ist es. Und was die wenigsten auch wissen, wir bilden ja beim österreichischen Bundesheer 35 verschiedene Lehrberufe auch aus. Und die Zeit, wir müssen schauen, dass diese Zeit als sinnvolle eben empfunden wird. Wir werden auch gleich dafür sorgen, dass sie viele dann für die Miliz entscheiden. Ja? Aber ist dieses Bundesheer noch eine Kampftruppe oder ist es das nach Ihrem Konzept bewusst nicht mehr? Weil natürlich die berechtigte Frage steht, gegen wen sollen die kämpfen? Gegen die Slowenen oder gegen die Schweizer oder gegen wen? Na, eines darf man natürlich nicht vergessen, dass schon die Welt um uns rundherum unsicherer geworden ist. Und das heißt, wir müssen nach wie vor die erste Kompetenz sowohl in den Inlands- als auch in den Auslandseinsätzen aufrechterhalten. Bei jedem Gespräch mit den Verteidigungsministern, das halt jetzt virtuell abläuft, ist gerade Österreich immer bedankt worden für diese vielen Auslandsmissionen, die wir nach wie vor besetzen und auch hinkünftig besetzen werden. Also die bleiben erhalten, genauso wie sie sind? Selbstverständlich immer in Absprache mit unseren Partnern. Und das klassische Bundesheer bleibt so, wie es ist, oder das wird sehr wohl reformiert, weil wir weniger Truppenstärke brauchen? Ich würde es anders formulieren. Wir brauchen da jedenfalls mehr an Soldaten und vielleicht weniger an Verwaltungspersonal. In diese Richtung wird es gehen. Die Grenzeinsätze bleiben so, wie sie sind? Ja, und auch da werden wir nach wie vor dafür sorgen müssen, dass wir genügend haben, die diese Anforderungen, die den Kummern erfüllen können. Nebenbei auch Gerät, das dann notwendig ist in den In- und Auslandseinsätzen. Das war auch noch wichtig zu betonen. Wir haben Radpanzer jetzt besorgt. Das sind so insbesondere die, die Soldaten schützen in den Inlands- und Auslandseinsätzen. Und was man da vergisst, das ist ein österreichisches Produkt. 70% der Wertschöpfung bleibt auch in Österreich, auch in der jetzigen Situation, in der wirtschaftlichen durchaus auch eine wichtige Investition. Dann gibt es noch einen sehr heftigen Streit um die Kasernen. Da ist insbesondere in Kärnten das Gerücht entstanden, dass sie dort eine Reihe von Kasernen schließen wollen. Auch in Wien angeblich einige Kasernen vor der Schließung. Schließen Sie da Standorte oder schließen Sie sozusagen jene Kasernen, die eh schon fast zusammenfallen? Ja, ich würde vollkommen richtig formulieren. Wir schließen überhaupt keine Kasernen, sondern das, was notwendig ist, ist ein ganz großes Investprogramm. Ich sage es Ihnen, Herr Fellner, wenn man die eine oder andere Kaserne betreten hat, und ich war in den letzten Monaten in sehr vielen unterwegs, dann würde ich mir als Mutter nicht wünschen, dass mein 18-jähriger Sohn sich dort einfinden muss. Wir haben allein in diesem Jahr einen Investitionsbedarf von 80 Millionen Euro. Das heißt, wir müssen genau das Gegenteil tun. Wir müssen diese Kasernen als wirtschaftliche Zentren auch weiter ausbauen und auch als das, was notwendig ist, also für unsere Soldaten. Und werden dadurch die Standorte verringert, weil sie neue, größere Kasernen bauen, zum Beispiel in Wien?
Und was wird denn da geschlossen zum Beispiel? Welche Kasernen werden aufgelassen? Also ich würde jetzt einmal mit Kärnten beginnen, das Sie vorher angesprochen haben. Da war der Wunsch eben des Landes und auch der Stadt Villach da. Da gibt es zwei Kasernen, die wirklich keinesfalls auf dem Stand sind, was man unseren Soldaten und den Zivilbediensteten zumuten sollte. Und da war eben der Plan jetzt da, eine Kaserne, ein wirkliches militärisches auch Kompetenzzentrum zu errichten. Alles immer natürlich in Absprache mit auch dem Landeshauptmann und mit der Stadt. Das war ja ein lang gehegter Wunsch. Mittlerweile hat es dort in vielleicht auch einen Allparteienbeschluss gegeben, dieses als Beispiel. Was Wien also da kommt eine neue moderne Kaserne statt zwei sehr alter, mehr oder weniger schon verfallender alter Einheit. Vollkommen richtig formuliert, Herr Fellner. Und in Wien, wie schaut es da aus? In Wien wird eigentlich seit dem Jahr 2012 auf verschiedensten Kanälen darüber gesprochen, dass man ein Verdichtungsprogramm eben finden sollte. Mein persönlicher Zugang ist, dass das nur im Zusammenwirken auch mit der Stadt erfolgen kann. Und das ist auch generell gilt, dass wir müssen für ganz Österreich dieses Raumkonzept, das ja für heuer und für nächstes Jahr durchaus schon fixe Bahnen und Investsummen vorgibt, noch einmal überprüfen, ob nicht das eine oder andere mehr auch noch notwendig ist, an Geld in die Hand zu nehmen und das immer in Abstimmung eben auch mit den entsprechenden Bundesländern. Das ist ganz wichtig, weil wir ja generell wollen, wir wollen schon schneller werden, wir wollen auch regionaler, also die Entscheidungen auch dort getroffen werden auch können, wo sie wirklich dann am Ende auch wirken. Und Frau Minister, liebe eiserne Lady, wie ich sie gerne nenne, erklären Sie mir am Schluss noch einmal, nach all dem, wie also das Bundesheer gelobt wurde in der Pandemie, wo kommt jetzt plötzlich diese Riesenaufregung daher, dass das Bundesheer kaputt ist, dass sie das ruinieren würden und dass wir in Zukunft ohne Landesverteidigung auskommen müssen? Ja, mein Gott, wenn man angetreten ist, um Dinge zu verändern, ins Positive zu verändern, dann gibt es halt immer einige, die mit dem nicht ganz so zufrieden sind. Das ist jedem sein Recht, aber es kann sich jeder sicher sein, ich werde meinen Weg gehen, nicht zum Selbstzweck, sondern für unser Heer, für die Soldatinnen und Soldaten, am Ende für die Sicherheit Österreichs. Aber Hintergrundgespräche führen in Zukunft Sie, damit schärfer kommuniziert wird, um in der Sprache des Bundesheeres zu sprechen. Es soll nach wie vor bitte nach hoffentlich viele über das österreichische Bundesheer und seine Soldaten und die Wichtigkeit reden. Ich werde das auch tun. Ja, und hoffentlich alle so, dass es bei den Leuten richtig ankommt. Aber was haben Sie sich gedacht an diesem berühmten Donnerstag oder was das war, als da plötzlich dieses Scherbengericht über Sie hereingebrochen ist und sogar der Bundespräsident Sie zum Rapport bestellt hat? Sie gedacht, also, ich träume oder was? Also diese Formulierung. Ich habe mir gedacht, mein Gott, ja, also nicht beirren lassen, seinen Weg weitergehen, durchmarschieren und das tun wir. Und was sagen Sie der FPÖ, die sagt, Sie sind die Totengräberin des Bundesheeres, was sagen Sie denn? Das richtet sich ja von selbst. Schauen wir mal, was wir jetzt schon gezeigt haben. Da hilft schon der Blick zurück. Wer meiner Vorgänger hat sich getraut, eine erstmalige Teilaufbietung der Miliz vorzunehmen? Schauen wir, wo wir bis jetzt schon Positives auch investiert haben in den verschiedenen Bundesländern. Das, was wir noch machen werden, abgerechnet wird immer am Schluss. Ja. Wir müssen sagen, wir salutieren vor Ihnen und vor den Leistungen des Bundesheeres bei der Pandemie, bei der Corona-Krise. Das war wirklich ganz große Klasse. Danke vielmals. Und jetzt, so wie es klingt, ist das eigentlich eine gute Bundesheerreform. Also ich hoffe, Sie bringen die so über die Bühne. Schlankere Verwaltung, 300 Millionen einsparen auf den Nebengeleisen, aber viel mehr Geld für Cyberkriminalität, für Katastrophenhilfe und für die Miliz, wenn ich es richtig gesagt habe. Jawohl. Gut, jawohl. Danke, Frau Minister. War schön, Sie im Studio zu haben. Dankeschön. Wir gehen in Massiv. Gar nicht so schwer, Sie zu interviewen, oder? Anscheinend nicht. Offenbar nicht, ja. Danke vielmals. Danke fürs Kommen. Wir gehen in eine kurze Werbepause. Dann geht es spannend weiter mit Fellner Live.